Im ersten neuen Fall versucht die Kripo Augsburg, das Schicksal der 27-jährigen Bankkauffrau Juliane Rath zu klären. Juliane Rath ist vor gut einem Jahr unter recht mysteriösen Umständen verschwunden. Bis heute konnte eine wichtige Spur innerhalb des Hergangs nicht lückenlos abgeklärt werden. Sie hängt an diesem Geldbeutel. Es handelt sich dabei um den Geldbeutel der vermissten Juliane Rath. Dieser Geldbeutel tauchte unter relativ geheimnisvollen Umständen 3 Tage nach dem Verschwinden der jungen Frau in einem Schließfach am Ulmer Hauptbahnhof auf. Alles in allem spricht viel dafür, dass die junge Frau nicht mehr lebt. Einiges sogar dafür, dass eine Person aus ihrem Bekanntenkreis damit zu tun hat. Der 16. August 2013 ist der Freitag nach Maria Himmelfahrt. An diesem Tag haben sich viele Berufstätige freigenommen. Solche Brückentage sind beliebt. Sie ermöglichen ein verlängertes Wochenende. Den Brückentag kann die 27-jährige Juliane Rath dieses Mal nicht ausnutzen. Sie musste an diesem Freitag bis 14.30 Uhr in München arbeiten. Es ist gegen 15.45 Uhr, als Juliane zu Hause im bayerischen Friedberg ankommt. In Friedberg wohnt Juliane zusammen mit ihrem 3 Jahre älteren Bruder Jörg. Die beiden Geschwister haben das recht geräumige Einfamilienhaus im Neuen Weg von ihren Eltern geerbt. Die Eltern, Christa und Jens Rath, sind 2006 bei einem Autounfall verstorben. Gegen 18.30 Uhr kommt Jörg nach Hause. Wie Juliane musste auch er über den Brückentag arbeiten. Jule! Ja, hallo Jule. Hi. Ich habe gedacht, du bist gar nicht da. Perfekt, Essen ist gerade fertig geworden. Würdest du nur noch schnell Getränke aus dem Keller holen? Gerne. Danke. Bitte. Jörg arbeitet als Gemälderestaurator in einer Ateliergemeinschaft in Friedberg. Dieses Atelier liegt etwa 1 Kilometer vom Haus der Geschwister entfernt. Sein Verdienst ist passabel, aber nicht ausreichend, um den Haushalt alleine tragen zu können. Juliane arbeitet bei der Privatbank Kortz in München. Sie nimmt dort mittlerweile eine verantwortungsvolle Position innerhalb der Leitungsebene ein. Dabei verdient sie recht gut. Daher fällt die Hauptlast der Haushaltskosten an sie. Immer dasselbe. Immer beim Essen klingelt das Telefon. Immer wenn man es gar nicht gebrauchen kann. Das stimmt. Mhm. Schon okay. Kein Problem. Rath, guten Abend. Ja. Das Telefongespräch um 19 Uhr, die exakte Uhrzeit konnte anhand der Einzelnachweisdaten ermittelt werden, gibt der Kripo Rätsel auf. Jörg weiß später der Polizei zu berichten, dass er den Anrufer nicht kannte, der die Handynummer seiner Schwester haben wollte. Nein, Sie bekommen die Handynummer nicht. Also von meiner Seite ist aus alles gesagt. Hiermit ist das Gespräch beendet. Wiederhören. Und was war das denn hier? Wer war das?
Ganz komisch, Juli, der wollte deine Telefonnummer haben. Aber deine Freunde haben doch alle die Nummer, oder? Ja, wieso? Was wollte er damit? Ich glaube, das war ein Spinner. Am 24. August, also genau 8 Tage nach dem mysteriösen Anruf, verlässt Juliane Rath gegen 6:45 das Haus. Dieser Samstag wird ein langer Arbeitstag für sie. Mit 2 Kollegen muss sie die internen Konten des Bankhauses überprüfen. Am späten Nachmittag möchte Juliane sich dann noch mit ein paar Freundinnen treffen. Deshalb hat sie am Abend zuvor noch einen Kuchen gebacken. Die jungen Frauen wollen einen Gemeinschaftsabend ganz unter sich verbringen. Ja, bitte. Hier, Juliane, das sind die noch ausstehenden Passivkonten aus unserer Guss. Ja. Ich bin jetzt momentan mit der Endabrechnung des Aktivbestands unseres hausinternen Fuhrparks beschäftigt. Kannst du das bitte übernehmen? Moment, erst muss ich hier diesen Brief noch zu Ende schreiben. Eine Sekunde. Ja, ich möchte hier aber auch weiter. Am Mittag arbeitet Juliane immer noch zusammen mit einer Kollegin an der Überprüfung der Konten. Um 14.33 Uhr läutet Julianes Handy. Ein Vorgang, dem allerdings erst später Bedeutung zugemessen wird. Bis heute ist nicht bekannt, wer an diesem Mittag die junge Frau über Handy angerufen hat. Auch zum Inhalt des Gesprächs, das Juliane Rath mit der unbekannten Person führt, gibt es keine Anhaltspunkte. Am frühen Nachmittag kommt Jörg von seiner Arbeit nach Hause. Anschließend macht er sich für eine Fahrt zu einer Ausstellungseröffnung in Augsburg fertig. Da Juliane den gemeinschaftlichen Wagen genommen hat, muss Jörg an diesem Abend auf ein Taxi zurückgreifen. Er bestellt es für 19.15 Uhr. Schönen guten Tag, Jörg Rath am Apparat. Ich bräuchte bitte ein Taxi in den neuen Weg 10. Ja, Festnetznummer ist 0811-43-917. Die Handynummer können Sie auch gern haben, das ist die 0178-98-32617. Gerne. Ich warte dann draußen. Vielen Dank. Bis gleich. Irgendwann in dieser Nacht, vermutlich zwischen 2.30 Uhr und 5 Uhr, wird der Ford Focus, mit dem Juliane Rath unterwegs war, auf den Parkplatz zurückgebracht. Wer das Auto gefahren hat, konnte bis heute nicht festgestellt werden. Ob der Fahrer des Wagens etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun hat, weiß die Kripo bis heute ebenfalls nicht. Erst Tage später erfährt die Kriminalpolizei von einem Vorgang, der sich nur Stunden nach dem Verschwinden von Juliane Rath am frühen Morgen des 25. August abspielt.
Das Ereignis auf dem Ulmer Hauptbahnhof, das zweifellos mit dem Verschwinden von Juliane Rath in Zusammenhang steht, gibt der Polizei zusätzlich Rätsel auf. Am 25. August 2013 um 7.45 Uhr morgens wird dort von einer bis heute unbekannten jungen Frau im Schließfach 2468 eine zusammengerollte und mit Gummiband fixierte Tüte des Elektronikhändlers Mediamarkt deponiert und nicht wieder abgeholt. Der genaue Zeitpunkt konnte anhand der gespeicherten Daten des Schließfachautomaten von der Kripo festgestellt werden. Das Plastikpaket aus dem Schließfach 2468 landet deshalb nach einer vorgeschriebenen Abholfrist von 72 Stunden am Mittwoch, den 28. August, bei der Ulmer Bahnhofsverwaltung. Guten Morgen, Jule! Jule, guten Morgen. Juliane. Als Jörg am Sonntag zurückkommt, wundert er sich zwar, dass seine Schwester, eine Frühaufsteherin, ihm nicht antwortet. Er denkt sich dann aber, Juliane habe verschlafen. Juliane. Juliane. Jule? Auch dass Julianes Bett unbenutzt ist, beunruhigt Jörg zunächst nicht. Erst als Juliane bis zum späten Nachmittag noch immer nicht aufgetaucht ist, fängt ihr Bruder an, sich Sorgen zu machen. Jörg beschließt, die Freundinnen von Juliane anzurufen, mit denen sie am gestrigen Abend verabredet war. Schönen guten Tag, Jörg Rath am Apparat. Kann ich die Kerstin bitte mal sprechen? Na, vielen Dank. Hallo Kerstin, der Jörg am Apparat. Du, ich bin auf der Suche nach meiner Schwester. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen, wo ich sie vielleicht finden könnte? Nein? Du hast auch keine Ahnung? Zunächst scheint Jörg mit seinen Anrufen wenig Erfolg zu haben. Ja, ich probier's bei der Silke. Dankeschön. Tschüss. Silke? Erst als ihn Silke an Julianes Freundin Regina Paldus verweist, kommt dieser einen entscheidenden Schritt weiter. Du sagst mir, die ist mit der Regina unterwegs. Und ich suche sie schon die ganze Zeit. Ich mache mir wirklich Sorgen langsam. Du, danke für die Auskunft. Ich probiere es umgehend bei der Regina. Regina kann im Zusammenhang mit Julianes Verschwinden hochinteressante Angaben machen. Hallo Regina, der Jörg am Apparat. Jörg Rath. Hi Jörg. Ja, wie geht's immer so? Naja, irgendwie geht schon, aber pass mal auf, ich habe eine Frage an dich. Weißt du, wo die Juliane ist? Boah, die Jule? Nee. Wieso? Ist was passiert? Hatte sie einen Unfall? Wie einen Unfall? Nee, mir wurde gestern zugetragen, dass sie mit dir unterwegs ist.
Ja, richtig. Wir waren zusammen unterwegs. Und sie hat mich dann auch mit heimgenommen. Was kann da nur passiert sein? Also ich hoffe, es ist nichts passiert. Sie ist jetzt eine Nacht nicht daheim gewesen. Wenn sie sich jetzt bis morgen nicht meldet, denke ich mal, werde ich die Polizei einschalten. Ich wollte jetzt noch Informationen einholen, um das vielleicht selber zu klären. Und langsam machen wir wirklich Sorgen. Ja, warte, ich kann dir nur mal erzählen, was bei uns so passiert ist gestern. Also wir waren zusammen bei unserem Mädchenabend und dann, ja, kurz nach 12 war die Jule dann doch schon recht müde. Dann haben wir uns aber noch auf dem Absacker bereit gemacht und wir sind dann so um 12:45 waren wir nochmal zusammen auf dem Klo und dann sind wir auch schon mit Jules Auto losgefahren. Die Jule ist in dieser Nacht schnell durchgekommen. Wir haben nur knapp 15 Minuten sowas zum Raiffeisenbankparkplatz in Redertshausen gebraucht. Auf dem Parkplatz hat sie dann angehalten, um mich rauszulassen. Ich bin dann ausgestiegen. Und die Jule auch. Sie wollte noch Geld am Automaten holen, was mich so spät am Samstag in der Nacht echt gewundert hat. Ich habe dann halt die Zeit genutzt und noch eine geraucht. Wie viel Geld die Jule abgehoben hat und wozu, das weiß ich nicht. Wir haben uns dann verabschiedet, als sie aus der Bank kam und für nächste Woche eben wieder verabredet. Wir sehen uns nächste Woche. Ne? Ich freue mich schon. Einen schönen Abend. Und so um 12:45 ist die Jule dann endgültig abgefahren. Ich habe ihr noch hinterher geguckt und bin dann rüber nebenan an die Bushaltestelle. Ich musste ja noch den letzten Bus erwischen. Puh, jetzt muss ich mal richtig durchschnaufen. Also ich hoffe, es ist nichts passiert und ich glaube, ich muss morgen die Polizei anschalten, wenn sich bis dahin nichts gerührt hat. Das hat der Bruder dann auch am darauffolgenden Montag gemacht und bei der Friedberger Polizei Vermisstenanzeige erstattet. Dieser Vermisstenfall wurde allerdings nach Auffinden des Geldbeutels von Juliane Rath am Ulmer Hauptbahnhof weitergeleitet an die Kollegen der Augsburger Vermisstenstelle. Dort hat der Leiter, Kommissar Eugen Endres, den mysteriösen Fall übernommen. Ja, das ist soweit richtig. Wir kommen hier sicher nur weiter, wenn es gelingt, Zeugen für 3 Vorgänge zu finden. Unsere wichtigste Frage heute ist, wer hat Juliane Rath in der Nacht ihres Verschwindens, also der Nacht vom 24. auf den 25. August 2013 nach 1.15 Uhr noch gesehen. Wie aus dem Film bekannt, wollte Juliane Rath mit ihrem Wagen die kurze Strecke von der Raiffeisenbank in Redertshausen zurück nach Friedberg fahren. Vermutlich hat sie auf dieser Strecke irgendwo Halt gemacht und es sich dann aus bisher heute ungeklärten Gründen anders überlegt. Vielleicht kann sich heute jemand erinnern, die junge Frau dabei gesehen zu haben.
Juliane Rath ist mit ihrem Wagen von der Raiffeisenbank Kessing-Mehring EG auf die Paartalstraße, eine Hauptstraße, gebogen und auf dieser Richtung Friedberg davongefahren. In welche Richtung sie dann vor Friedberg am sogenannten Chippenham-Ring abbog, ist bisher unbekannt. Wer weiß etwas zum Abstellen des olivgrünen Metallic Ford Focus in der äußersten rechten Parkschotte des Parkplatz am Neuen Weg in Friedberg? Der Zeitpunkt war irgendwann in der Nacht vom 24. auf den 25. August 2013. Der Wagen trug das Eicherer Kennzeichen AIC für Eichach JJ-G895. Wichtig wäre für uns zu erfahren, wie die Person, die den Wagen in dieser Nacht zurück in den Neuen Weg gebracht hat, von dort wieder weggekommen ist. Vielleicht hat ein Anwohner in den frühen Morgenstunden des 25. August, einem Sonntag, einen oder eine Anhalterin mitgenommen, die ihm unbekannt war. In diesem Zusammenhang kommt der Frau auf dem Ulmer Hauptbahnhof eine besondere Bedeutung zu, die hier in den Morgenstunden des 25. August ein Schließfach anmietete. Nach Beschreibung des Serviceangestellten soll die unbekannte Frau etwa 25 Jahre alt sein, dunkelbraune Haare haben und kein größeres Gepäck dabei gehabt haben. Sie ist schlank, ca. 1,60 Meter groß und trug vermutlich eine helle Bluse. Dass die junge Frau etwas mit dem Verschwinden von Juliane Rath zu tun hat, geht aus dem Fund, den die Bahnhofsverwaltung in dem Schließfach gemacht hat, hervor. Die Frau mietete das Schließfach Nummer 2468 am Ulmer Hauptbahnhof. Das Schließfach befindet sich an der rechten äußersten Seite des Schließfächerbereiches Richtung Bahnhofshalle. Der hier hinterlegte Gegenstand wurde von ihr nicht wieder abgeholt. Aus diesem Grund verschwand auch der dazugehörige Schließfachschlüssel Nummer 2468 spurlos. Für die Kriminalpolizei wäre es außerordentlich wichtig zu erfahren, ob der Schlüssel mit der aufgeprägten Nummer 2468 seit dem 25. August 2013 irgendwo aufgetaucht, beziehungsweise ob ein Zuschauer eine junge Frau kennt, die nach dem 25. August 2013 im Besitz eines solchen Schlüssels war oder es auch heute noch ist. In dem Schließfach wurde am 28. August 2013 der Geldbeutel der vermissten Juliane Rath entdeckt. Die IC-Karte, eine Kreditkarte, der Führerschein, der Personalausweis sowie ein wenig Kleingeld befanden sich nach dem Auffinden darin. Die 700 Euro, die Juliane Rath in der Nacht des 24. August noch selbst am Automaten abhob, fehlten. Wir nehmen an, dass diese 700 Euro unmittelbar etwas mit dem Verschwinden der jungen Frau zu tun haben. Daher müssen wir leider von einem Tötungsdelikt ausgehen. Der Geldbeutel befand sich eingepackt in dieser Tüte des Elektronikmarktes Mediamarkt, zusammengeschnürt mit einem einfachen Haushaltsgummi in dem Schließfach. Diese Mediamarkt-Tüte weist eine Besonderheit auf. Sie ist am Tütenboden bereits gerissen und wurde recht primitiv mit Kreppstreifen wieder zusammengeflickt. Unsere Frage: Bei wem wurde solch eine Tüte in der Zeit vor dem 25. August 2013 schon mal gesehen? Beziehungsweise, wo ist diese recht einfach geflickte Tüte seit dem 25. August abhanden gekommen? Nach unseren Recherchen könnte der Vorbesitzer jene mysteriöse junge Frau sein, die wir eng mit dem Verschwinden von Juliane Rath in Verbindung bringen. Sollte die Frau nichts mit dem eigentlichen Vermisstenfall zu tun haben, so bitten wir sie, sich bei uns oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Aus dem Besitz von Juliane Rath sind auch noch zwei weitere markante Gegenstände verschwunden. Zum einen dieser Laptop der Marke Dell. Es handelt sich um das teure Modell Studio 1611. Der Laptop ist schwarz in sogenannter Klavierlackoptik und hat die Maße 2,17 x 38 x 26 cm.
Wo ist dieser Laptop nach dem 25. August 2013 gesehen worden? Beziehungsweise, wo wurde solch ein gebrauchtes Gerät zum Kauf angeboten? Der Laptop hatte zwei Eigenheiten. In der Mitte, auf der äußeren Seite, klebt ein Aufkleber mit einer stilisierten roten Ameise. Außerdem ist die Webcam mit Kreppband abgeklebt. Dazu noch das Handy der jungen Frau. Es handelt sich um das bereits relativ veralterte Modell GTE-1150i der Marke Samsung, ein sogenanntes Klapphandy. Diese Ausführung des Modells GTE-1150i ist bicolor, silber-schwarz. Schon seit einigen Jahren ist es im Besitz von Juliane Rath. Wo ist dieses Handy nach dem 25. August 2013 aufgetaucht? Unter anderem mit allen gespeicherten SMS von Juliane Rath und ihrem kompletten Adressbuch. Und dann bleibt natürlich auch noch die Frage nach Juliane Rath selbst, ihren Beziehungen und ob möglicherweise von ihrer Bekleidung oder ihren persönlichen Gegenständen etwas gefunden wurde. Wir können leider nicht mehr genau rekonstruieren, welchen Schmuck und was für eine Armbanduhr die junge Frau am Abend des 24. August 2013 trug. Juliane Rath war an diesem 24. August 2013, wie auf dieser Fotomontage dargestellt, bekleidet. Vielleicht hat ein Zuschauer in den Tagen oder Wochen nach dem 24. August Teile dieser Bekleidung irgendwo entdeckt oder sonst eine wichtige Beobachtung in diesem Zusammenhang gemacht. Noch eine dringliche Bitte. Dass Juliane Rath freiwillig von zu Hause weggegangen ist, halten wir für sehr unwahrscheinlich. Dennoch wird Juliane Rath in diesem Fall natürlich dringend gebeten, ihrem Bruder ein nachprüfbares Lebenszeichen zu geben. Für Hinweise, die zur Klärung des Schicksals von Juliane Rath führen, ist eine Belohnung von insgesamt 3.000 Euro ausgesetzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Augsburg oder jede andere Polizeidienststelle.